Ja, der Titel. Vielleicht auch mal was anderes. Könnte jetzt viel heißen, ne? Aber wie wäre es, wenn man mal auf unserem Kanal eine völlig neue Idee versucht einzubringen? Ich habe da momentan so einen Zwiespalt mit mir, denn 135 Abonnenten sind natürlich schon ziemlich geil. Aber ist das die Größe, die man braucht, um ein solches Projekt anzustreben? Und da ist momentan seit rund 2,5 Wochen ungefähr bei mir so die Überlegung, sollst du jetzt endlich ein Infovideo machen? Oder wartest du noch bis 200, 250 oder 300 Abonnenten? Erreicht man überhaupt diese Anzahl an Abonnenten? Erreicht man überhaupt so ein Spektrum an Zuschauern? Und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt ziehst es mal durch. Und damit wollte ich euch jetzt einen neuen Vorschlag geben, was man denn vielleicht auf unserem Kanal mal völlig neu, abgesondert vom Let's Play Geschehen machen könnte. Und dazu möchte ich euch jetzt mehr erzählen. Wer jetzt schon keinen Bock mehr hat, weil er gehört hat, was anderes als Let's Play, dann Video eben ausmachen. Für die, die richtig interessiert sind, die glauben, boah, was könnte da jetzt kommen, die bitte dranbleiben, weil ich brauche euch. Ich brauche euch wirklich, denn ich bin sehr erfinderisch. Ich habe eine riesige Fantasie. Ich baue mir irgendwelche Gebilde und kann schreiben darüber und ich bin aber eine Niete in Deutsch, deswegen ist meine Grammatik und meine Rechtschreibung vielleicht etwas hinterhergeblieben. Aber das ist ja auch egal. Es geht jetzt erstmal nur um die Idee, um das Gesamte. Und ich möchte auch eure ehrliche Meinung dazu hören, denn das ist das, was mich momentan antreibt, das Ganze hier wirklich vorzustellen. Und zwar, ich würde gerne mit euch zusammen ein Buch schreiben. Also ein richtiges Buch. Und damit das natürlich alles auch funktioniert, habe ich mir gedacht, dass wir jetzt nicht einfach irgendwas willkürlich zusammen beschließen, was jetzt hier unter dem Video gepostet wird und so. Nein, ich habe sogar schon angefangen zu schreiben. Und zwar ein Prolog, also eine Einleitung in das Buch. Ein bisschen was, also ich habe das vergangenheitsmäßig geschrieben. Und das erste Kapitel angefangen, damit man so ein bisschen was hat als Grundlage, weil mit, keine Ahnung, wie viele Leute das jetzt hier gucken, vielleicht 30 Leuten zu diskutieren, wie man denn jetzt eine Geschichte aufbaut, ist vielleicht etwas zu anstrengend. Aber was meine direkte Frage an euch ist, ist jetzt, hättet ihr Lust, mit mir zusammen ein Buch zu schreiben? Also, ja, weiterzuentwickeln die Geschichte, Ideen einzubringen, ey. Wir können jetzt mit der Figur das und das machen und wir können die Figur noch einbringen oder man könnte noch eine Figur einbringen. Wir könnten jetzt ein neues Kapitel, einen Szenenwechsel machen und das passiert und diese Wende und das mit euch zusammen. Also für mich persönlich klingt das nach einer Idee, die ich bis jetzt noch nie zuvor gesehen habe. Zumindest nicht auf YouTube. Und ich hätte da mal richtig Bock, etwas zu machen, was vorher noch niemand gemacht hat. Und das Let's Play, Let's Player sind überall, überall sind Let's Player. Was will ich mit Let's Player? Weil man macht YouTube auf und gibt Let's Play ein und dann kommen direkt 3 Millionen verschiedene Let's Player, die momentan alle anfangen, irgendwas zu Let's Playen. Und da sticht man nicht mehr hervor. Und deswegen eine neue Idee. Mit euch zusammen ein Buch schreiben. Das wär's doch. Eure Meinung ist mir jetzt hier sehr wichtig. Bitte schreibt mir, ob ihr da Bock drauf hättet. Wenn ich natürlich jetzt nur 2 Kommentare bekomme mit, jo, finde ich gut oder ja, ich wäre dabei, dann bringt mir das nichts. Ich brauche wirklich Leute. Ich brauche Leute zum Diskutieren, um eine Geschichte voranzuschreiben. Ich brauche Ideen. Weil natürlich habe ich Ideen ohne Ende. Ich könnte das Buch jetzt auch einfach weiterschreiben. Ja, kein Problem. Aber viel interessanter ist es doch, was wird aus dem Buch, wenn man mit 20, vielleicht 25 Leuten dran schreibt, beziehungsweise
ihr schreibt ja nicht dran, ich schreibe es natürlich weiter, aber die Ideen von 20 und 25 oder 25 Leuten einbindet. Und das wäre jetzt echt cool, wenn ihr mir dazu mal was schreiben könntet. Also, wenn ich jetzt genügend Antworten, genug Feedback bekomme, dass ihr sowas machen wollt, dass ihr Bock auf sowas habt, dann werde ich Prolog und Kapitel Nummer 1, was ich bis jetzt habe, veröffentlichen und versuche, das auch anders darzustellen. Also, ich wollte als Erzähler reden, also eine Erzählerstimme einbauen. Ich wollte verschiedene Sprechstimmen einbauen. Ich wollte mit Steffi auch arbeiten und vielleicht auch mit meiner Freundin, wenn sie da Lust drauf hat, dass man verschiedene Sprechstimmen bekommt. Ich wollte auch mit euch zusammenarbeiten, dass ihr verschiedene Sprechstimmen noch mit eingebaut. Also wenn wir hinterher in so Dialoge reinkommen oder irgendwelche Erzählungen, können auch nur kleine Sachen sein. Da hätte ich echt Bock drauf. Schreibt's mir. Ansonsten wär's das eigentlich schon. Die nächsten News folgen, aber dauert nicht mehr lange. Anfang November kommen spätestens die nächsten News, weil dann habe ich schon wieder was Neues, einen neuen Anschlag auf euch, denn dann geht's im Let's Play-Bereich weiter. Aber das wäre echt toll, wenn ihr mir da was zu sagen könntet. Also, ich hoffe, es gibt ein paar Leute, die da Interesse dran haben. Bis dann, tschüss!